Hallo und ein recht herzliches Willkommen auf meinem Kanal. Hier ist euer Maximus, ich begrüße euch zu Star Wars Battlefront 2. Es geht weiter mit der Kampagne Die Schlacht um Jakku. Nicht der ermunterndste Start. Hey, wir leben noch. Okay. Ja? Wo können wir helfen? Ich habe zwei Notsignale bei ihrer Position. Wir sehen nach. Ja, da wollen wir mal ein bisschen Fliegenschießen machen, ja. Oder wie das heißt, Taubenschießen. Ja, komm her, komm her. Da reicht das ganze Mal, da braucht man nichts Besonderes machen hier. Ich fand bei Star Wars Battlefront 1, dass das Fliegen irgendwie... Ist denn der Trottel irgendwie schwerer war? Yes, Sir. Oh, ich habe irgendwie eine Errungenschaft freigeschaltet. Oh, meine Fresse, was soll ich denn hier alle machen hier? Ja, diese lasse warten. Au. Wo sind die denn? So, warte mal da. Wenn man eine Weile nichts macht, dann werden sie wütend. So. Ey, es werden ja immer mehr. Leute, die deine Hilfe brauchen. Okay, dann fliegen wir mal hin. Direkter Treffer. Es kommen ja sowieso immer neue Gegner, ne? Der ist erledigt. Oh, das sieht schon irgendwie cool aus. Na. Bomber! Okay, Bomber, komm. Schön. So, die werden wir jetzt mal richtig schön wegeliminieren. Komm mal her hier. Vertragen jetzt ein bisschen mehr. Eieiei. Bisschen clever sind sie nicht, also. Das kriegen wir schon irgendwie hin. Das war's. Commander, der abgeschossene Sternenzerstörer schickt Bomberverstärkung zu einer imperialen Forschungsanlage im Carbon Ridge. Aha. Die Anlage ist ein Hauptziel der Republik. Wir könnten die Bombe aus dem Hangar heraus abfangen. Gute Idee. Okay. Suchen wir einen Landeplatz. Ich soll einen Landeplatz suchen. Ich will aber irgendwie nicht. Ich habe irgendwie voll Bock hier lang zu fliegen. Das sieht irgendwie supi aus. Aber wir sollen landen. Macht ja Spaß, aber sollten wir nicht zu dem Sternen... Macht doch gut, ne? Boah, wie ich landen kann. So, jetzt geht's wieder los. Ich weiß, es war meine Idee. Aber wie schalten wir den Hangar ab? Wir gehen rein und suchen im Wrack nach Ferndetonatoren. Okay. Detonatoren finden. Ach, was ist das für eine Krähe? Dachte, da gibt's Achievements. Ja. Die hat eben keine Power, die Waffe. Aber ich habe was gehört. Ach so. Ich eröffne das Feuer, verstanden? Unsere Bomber halten die Republik im Moment auf Distanz und alles an Ausrüstung zusammen. Wir müssen bereit sein, wenn das Shuttle zur Evakuierung einfällt. Ah. Ah. So.
Ein Scharfschütze, es ist nicht fair. Oh. Was ist denn der? Na, er läuft doch. Wie ein Länderspiel, sag ich euch. Sah das aus, als wenn der wieder gerade... Aua, ich hab mir Hände verbrannt. Ah, die Waffe ist ein bisschen ungünstig, die ich habe. Diese Geräusche, dass einer verbrennt, das kennen wir doch irgendwoher. Aus einem ganz anderen Spiel. Oh. Ah, der Offizier hat da versucht, jetzt ein Ding aufzubauen. Das waren alle. Gut. Zum Hangar ist frei. Wir brauchen die Detonatoren. Okay, wir nehmen erstmal hier diese Granate mit oder die Panzerfaust. Erstmal mitnehmen und wir schauen mal, was hier drin ist. Detonatoren. Die werden nicht reichen. Sehen Sie sich weiter um. Okay, es geht weiter. Ich muss irgendwie sagen, irgendwie macht mir das Spaß, das Spiel. Das ist jetzt nicht Hardcore. Ich habe nur auf Normal gestellt, ja. Den Hangar endgültig abzuschalten. Na toll. Teiljäger greift an. Ihre Waffen finden. Sofort. Ja, warte mal, ich habe doch... Oh. So. Zeig mir einen Scan. Soll ich hier mit dem Ding hier schießen oder was? So. Ja, jetzt. Das haben Sie nicht erwartet. Genau. Warum bin ich nicht gleich darauf gegangen? Das Ding ist ja richtig mördermäßig, ey. Ist hier noch einer? Wie gehe ich hier raus? Ach, lange G drücken. Gut, alles klar. Ach, hier ist ja noch eine Panzerfaust. Ach, nee, andere Waffen. Aha, so eine Shotgun. Was ist denn da oben los? Zum Glück ist es nicht so, dass man hier jeden Gegner irgendwie durchsuchen muss. Aber irgendwo werden bestimmt noch versteckte Gegenstände sein und ich werde sie nie finden. Direkt auf die Teils. Die Kettenreaktion der Explosion jagt bis zum Ionenantrieb alles in die Luft. Und zerstört dann das Schiff von innen raus. Ganz genau. So, okay. Oh, falsche Waffe. Detonator platziert. Kann es sein, dass es irgendwie komplett schräg hier ist alles? Ah, ich drücke immer die falsche Taste. Ich will immer F drücken und komme immer auf... ich will G drücken und drücke immer F. Detonatoren sind scharf. Also schön. Dann nichts wie raus hier. Schnell! Ja. Wie komme ich jetzt dahin? Du bist dran. Ah, na klar, mein kleiner Roboter. Warte mal, gehen wir hier weg. Oh, wir müssen raus, oder was? Komm. Oh, wer ist das hier? So. Das muss das Rettungsteam sein. Es werden immer mehr. Dann schießen Sie weiter. So. Schwerer Schütze! Nee, wir machen erstmal alle hier fertig hier mit dem stationären Geschütz. Auf den Weg mit ihm. Oh.
haben es fast geschafft. Naja, wir machen mal einen Scan hier. Gar keinen Scan machen jetzt hier. So, wo schießen sie denn? Ah, hat ordentlich Durchschlagskraft, muss ich sagen, das Ding. Ich glaube, irgendwo müsste noch irgendeiner sein. Da ist er. Los, komm, du Trottel. Scan läuft. So, alles erledigt. Ach, da hinten. Ah, es sind mehrere. Das sind ja auch manchmal ein paar Trottel, sei. Das waren dann wohl alle. Zurück zu unseren Schiffen. Da war damals sogar bei Far Cry irgendwie die KI ein bisschen besser, wo sie eine ein bisschen umlaufen hat. Mann, Mann, Mann. Und jetzt rein wieder in den Super Trooper Flieger und dann geht alles in die Luft. Andere Seite ist. Jetzt weiter, Commander. Wo holen sie eigentlich immer die Leiter her? Frage ich mich immer. Hoffentlich waren das genug Detonatoren. Oh ja. Ich denke schon. Ja, ja. Fühlt sich so etwa wahres Glück an? Uiuiuiui. So, wo müssen wir hin, meine Freunde? Hier ist Star of Unity. Wir finden keine Lücke in der imperialen Formation. Wir können nicht durchbrechen. Noch nicht. Wir brauchen mehr Unterstützung. Hört mich jemand? Hier ist Starhawk Unity. Viel los da oben. Bei so einer Schlacht kämpft jeder für sich. Wir sollten uns darauf konzentrieren, was hier unten ist. Ich muss ja sagen, es ist für mich immer so ein bisschen unverständlich, ne? Hier so eine Riesenschiffe und... Was passiert, wenn wir ihrem Vater begegnen? Wir haben seine Spur so lange... Und dann keiner macht was gegen uns. Es ist wirklich nicht, was passiert, wenn wir ihn jetzt finden. Konzentration. Erst die Mission. Phantomstaffel, unterwegs zur imperialen Bodenverteidigung. Atomstaffel? Ja, wir nähern uns einem Notsignal. Stellen Sie durch. Ja, Mann. Hier Captain Lindsay. Unser Schiff ist abgestürzt und imperiale Kampfläufer dezimieren die Überlebenden. Wir müssen weg. Okay. Feindliche Schiffe nähern sich. Kriegen wir alles hin, Mensch. Keine Probleme, Mensch. Easy peasy, Mann. Oh. Jäger zerstört. Na komm mal her, du Sau. Ach, sag mal nicht. Entschuldigung. Kai, zerstört. Wo ist er denn jetzt? Da oben. Da verliert man so ganz schnell den Überblick, wa? Eieiei. Hier ist Commander Aiden Versio, Inferno-Trupp. Hilfe ist unterwegs, Captain. Hey, so, ich soll mein Schiff wieder landen. Warum hat der hier unten lang geschossen? Wo sollen wir hin? Hier sollen wir landen. Ach, guck an! Wieso sollen wir landen, wenn wir das Ding noch abschießen können? Die AT-ATs nähern sich der Absturzstelle. Geben Sie uns Deckung. Wir landen bei Ihrer Position. Danke, Commander. Uns hat's auf dem Weg nach Carbon Ridge erwischt. Wir bringen Sie hin. So, die Leiter steht wieder. Geil. Und jetzt? Wir können erst evakuieren, wenn die Kampfläufer zerstört sind. Dann brauchen wir einen Orbitalangriff. Wo ist Ihr Makrofernglas? Beim Rückzug an diese Position wurde es zurückgelassen. So, was ist das? Heilung. Aha. Das ist sehr gut. Griff und ich holen es. Sie geben uns Unterstützungsfeuer. Scan. So. Ah, komm noch mal her.
So. Wow, was habe ich denn jetzt eigentlich schon wieder falsches Ding eingenommen? Oh, warte mal. Wo haben wir hier noch Gegner? Commander, Sie müssen das Fernglas holen. Ach so, gut, das bringt gar nichts, was ich hier mache. Ah, alles klar, ich hole jetzt das Fernglas. Okay. Hier ist der Inferno-Trupp an Starhawk. Wir brauchen einen Orbitalangriff. Hier ist Starhawk. Inferno, Sie haben Orbitalfreigabe. Markieren Sie Ihr Ziel, dann regnet es Feuer. Orbitalbeschuss, hier! Orbitalbeschuss, Treffer! Ach, der hat einen Cooldown. Hat einen Cooldown, das Ding. Der Orbitalangriff wird den AT-ATs zeigen. Feuer! Hierher! Ja, mehr imperiale Truppen! Noch ein Treffer, dann war's das für ihn. So, warte, 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 warte. Ja, 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 ja. Gib mir doch mal. Wir brauchen mehr Orbitalangriffe, Inferno. Warum? Wir haben große Verluste. Orbitalangriff, los. Die Kampfräufer kommen immer noch. Gleich noch mal. Vielleicht sollte ich auch ein Stück nach hinten gehen, irgendwie. So. Hat er nicht genommen? Mensch. Wir müssen die Kampf. Lassen Sie bezahlen! Es funktioniert, Inferno-Truppe. Kampfläufer sind so nah! Oh. Ich muss ein bisschen weiter hinten gehen. Oh, oh, oh. Bleib stark! Stellung halten! Ja, super. Warte mal, kann ich doch eigentlich mit denen drauf schießen hier. Bestätigt. Der AT-AT ist zerstört. So, gut, alles klar. Den haben wir. Oh. Der zweite AT-AT ist zerstört. Mehr können wir leider nicht tun, Commander. Starhawk zieht weiter. Es reicht, Starhawk. Und danke. Sie haben eine Menge Leben gehabt. Inferno, wir müssen zur Evakuierungszone. Hier entlang! Da, bring dir Captain Lindsay hier weg. Unterwegs zur Abholung, Commander. Ah, die Waffe ist einfach nur Mist. So, ist der andere jetzt auch kaputt, oder was? Ist da oben? Ach, da oben! Ach, hier! Ich bin clever, wa? Na, geht doch. Ach, das war ja... Lob und Anerkennung für die geleisteten Dienste der Bundesrepublik Deutschland. Maximus hat's wieder geschafft. Der hat auch meinen Quatsch noch nicht, weiß doch wo lang. Ah, hier. Was gibt's denn hier Schönes? Imperiale Verstärkung! Soll ich wahrscheinlich hier hinstellen, ne? Oh. Analyse. Feindliche schwerer Schütze! Oh. Hallo, Captain Lindsay. Willkommen auf der Corvus. So. Das war's? Helfen Sie unseren Freunden auf die Corvus. Jawohl. Alle Turbe aus. Na komm.
Wir sollen quasi hier rein. Meine Güte, ist das ein Schiff. Machst du einen Spaziergang? Nee, ich wusste nicht wohin. Dell kann nicht starten, wenn sie da stehen, Commander. Ach so ist das. Danke, Commander. Jederzeit, Captain. Viel Glück da draußen. Triff, zurück zu den Schiffen. Können wir kurz über den Orbitalangriff reden? Na, was ist damit? Das war das Beste, was ich je gesehen habe. Hört sich fast an, als hätten Sie Spaß dabei. Niemand. Mann, na klar, der Spaß dabei gehabt. Und dann sind wir schon wieder hier. Ist hier ein Schiff über uns? Ist der so ein komischer Schattenschmeiß hier bei dem? Oder ist der einfach nur dreckig? Okay. Okay, zu den X-Flüglern. Alter, es geht weiter. Mann, da ist aber ordentlich was los oben im Himmel, wa? Okay, okay. Schwer zu sagen, aber ich denke, das Imperium verliert. Ich denke, Sie haben recht. Ich spüre es. Es ist fast vorbei. Heute stirbt das Imperium. Oh Gott. Wenn dieser Spielmodus, da soll ja irgendwann mal ein Spielmodus reinkommen, wo du dich entscheidest zwischen Imperium oder... Oh, Entschuldigung. Den Rebellen. Commander, wir haben ein Problem. Oh, was ist jetzt? Was war das? Ihr Vater. Was ist jetzt los? Ach, gut. Der Admiral schickt Corvus Bomber hinterher. Das Meer ist an uns vorbei. Was war das jetzt? Jetzt ist mein Bildschirm klein gegangen. Ah, warte mal, ist das immer noch der gleiche Einsatz? Ja, wir machen hier noch. Okay, wir sollen die jetzt alle weg eliminieren. Machen wir. Au. Meine Güte. Das wird jetzt ein bisschen härter hier, sag ich dir. Hab einen. So will der nicht diese Flieger erfassen hier. So. Corvus getroffen. Was? Roten der Nähab. Bomber beseitigt. Gut, gut. Eine weitere Staffel ist zu uns. Oh nein. Jäger zerstört. Einer weniger. Einer weniger. Aber die Jäger sind ja schnell zerwichst. Bomber zerstört. Die Bomber brauchen. Oh. Bomber braucht ein bisschen mehr hier. Wer schießt denn mich von hinten, ey? Mach's gut. Oh. Mach's gut. Ja, ein bisschen dialogarm, ne? Ja, richtig schwindelig hier. Wer ist der Nächste? Wir haben noch eine Teilstaffel im Anflug. Aber ach, jetzt hör doch auf. Sie hat direkten Kurs auf Sie. Hallo, Aiden. Hask. Ich wusste, Sie würden die Gelegenheit nutzen. Glauben Sie,
Sie und Dell sind heute meine geringsten Sorgen. Ja. Hier geht es um mehr, als Sie begreifen. Staufe, Angriff! So. Sie wollen jetzt mich haben. So. Au. Ein falschen Knopf gedrückt wahrscheinlich wieder. Meine Güte, was ist hier los? Das ist der böse Feind hier. Hauptgegner hier. Wer schießt denn hier auf mich? Da wäre so ein anderer Eimer hier. Ah ja. Schafft der es immer auszuweichen hier mit der Rakete oder was? Da noch so ein anderer Typ hier. Hat er sich selbst eliminiert? Nee, der. Den wollte ich. Jetzt sind wir nur noch wir beide. Sicherheit. Ich werde das hier beenden. Ich hol mir meinen Vater. Aiden, er ist es nicht wert. Ich muss es versuchen. Jetzt los! Na gut. Rückzug! Ja, hängt sich erstmal hinten wieder ran, ne? Das war knapp. Ja. Genau, und so, das ist jetzt erstmal Ende. Wir werden natürlich beim nächsten Mal hier weiter fortführen und fortsetzen. Und ja, mit den Worten, haut rein. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.